Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Elden Ring. Ich habe da hinten irgendwie noch meine Überreste rumliegen, das sehe ich jetzt gerade. Und ich habe auch gesehen, dass wir gar nicht mehr so viel zu tun haben. Deswegen, lasst mal weiterspielen. Ist ja auch nur knapp anderthalb Monate her, seit wir das letzte Mal Elden Ring gezockt haben. Habe ich eigentlich irgendwas in der Hand? Eine Fackel habe ich. Die Fackel brauche ich aber eigentlich gerade gar nicht. Brauche eigentlich mein Siegel des Gottestöter. So, Flamme gibt mir Kraft. Oh, blitzenden Speer. Ach doch, den kann ich. Okay, sehr gut. Bamsen, gewamsen, Bruder. Guck mal hier. Wow, stimmt ja, du kannst ja diese gemeine Sache. Wow, da hau ich gegen die fucking Wand. Digga, was los? Dann hau ich einfach gegen die Wand. So, Steinkeule, danke. Danke für die Steinkeule-Keule. Wartet mal, wir... So. Ja, hier irgendwo habe ich nämlich meine Überreste liegen lassen beim letzten Mal. Erinnerte ich mich zumindest. Beziehungsweise... Naja, gut, dann... Okay, ist es... Da oben, über mir drüber, unter mir drunter. Schau mal nach. Bin ich da so einfach runtergefallen? Ich weiß es alles gar nicht mehr. Kann ich mich hier nicht so lang rollen? Nee, ne, das ist zu hoch. Na gut, lassen wir alles, wie es ist, weil ich jetzt auch eigentlich nicht so viel Bock habe, jetzt hier zu backtracken. Ja, hier Mikellas Halligbaum. Hier müssen wir ja eigentlich nur noch die Quest von Millicent spielen. Also muss ich eigentlich nicht. Doch, eigentlich muss ich dafür eigentlich kaum noch was tun. Ich habe eigentlich alles dafür vorbereitet. Von daher macht es auch wenig Sinn, die Quest nicht zu spielen. Außerdem ist es ein sehr, sehr schönes, optionales Gebiet. Habe ich eigentlich schon meine Punkte irgendwie verteilt beim letzten Mal? Wartet mal. Nö, habe ich nämlich nicht. Ich glaube, das könnte ein Bildnis sein von Marika mit ihren beiden Töchtern. Mit ihren beiden Kindern, nicht Töchtern. Das stimmt ja gar nicht, ne? Mikella und Melania, also Sohn und Tochter. Beide ja verflucht. Aber das ist auch kein Lore-Video hier. Es war nie eins, wird nie eins. Aber wir werden mal einen Stufenaufstieg performen. Und ich weiß gar nicht mehr, was wollte ich als letztes performen. Glaube, habe ich ja schon recht hoch. Stärke, Geschick, Weisheit. Ich glaube, ist Geschick. Ja, Geschick macht ein bisschen Sinn. Ist gerade auf 27 so ein krummer Wert. Machen wir auf 30. 27 einfach so ein krummer Wert. Ich glaube, rein was Character Power angeht, brauche ich sowieso nichts mehr.
Also da bin ich sowieso schon recht gut dabei, was die Character Power angeht. Oh, ist schön smooth hier so aufzunehmen, sehe ich gerade. Ne? Also ist schon ganz cool. In 2K. Ich glaube, sie haben das Spiel noch ein bisschen optimiert, was die Performance angeht. Stimmt, hier kommt diese endlose Leiter hier. Wer baut eigentlich solche Leitern? Wir haben in Dark Souls 2 so einen Leiterbauer kennengelernt. Ist der auch hier mit involviert? Muss ich mal nachschauen. Nein, ist er natürlich nicht. Aber witzig wär's. So, hier gibt's erstmal noch einen Aufzug. War hier schon lange nicht mehr. Ich muss mich hier ganz kurz ein bisschen umschauen. Weil das Gebiet habe ich damals nämlich auch relativ zum Schluss gespielt. Und dann ja ganz lange nichts mehr gemacht. So, dann haben wir hier eine Truhe. Und ein paar ionische Schmetterlinge. Und in der Truhe finden wir etwas ganz Besonderes, nämlich einen uralten Drachenschmiedestein. Den brauchen wir, um eine Waffe weiter zu upgraden. Und ja, machen wir auch bald nochmal eine. Ne? Ich habe ja nochmal Bock, nochmal ein bisschen was aufzuwerten. Beziehungsweise noch einen anderen Spielstil auszuprobieren. Hatten wir schon darüber geredet im Let's Play, dass der DLC angekündigt wurde? Ich glaube schon, ne? Wir hatten darüber geredet gehabt. Nee, hatten wir nicht. Egal. Auf jeden Fall wurde ein DLC angekündigt. Wer hätte damit gerechnet? Ja, es gibt ein DLC, wann er rauskommt. Es ist halt alles noch in Schweigen gehüllt, also auch worum es geht. Es gibt so viele Theorien, dass es unter anderem auch um Mikella gehen soll. Ja, das ist alles noch super spannend hier. Oh ja, dort, ich weiß, hier gab es jetzt richtig gemeine Stellen. Ich kann mich daran erinnern, dass es hier sehr gemeine Stellen gab. Heilig fett. Dann komm mal her hier. Aha. Das ist ein bisschen. Na, schöner Zauber, gefällt mir. Auch schön duellieren. Duell, enemy at the gate. Ich meine, dass sie ja ein bisschen was am Balancing gefixt haben. Ich glaube, dass Sprungattacken, also Sprungschläge hier, die hier, zack, nicht mehr ganz so mächtig sind. Die haben sie, glaube ich, ein wenig reduziert. Und guck mal, da haben wir sie auch direkt, Millicent. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood. But in what capacity, I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case, though, I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. There is something I must, the will, the dignity. So, ja, Millicent offenbart, was wir schon wussten. Sie hat auf jeden Fall einen Bezug zu Melania. Welcher das ist, das sagt sie ja selbst. Sie weiß es auch nicht. Ist sie ihre Tochter? Ist sie eine Anvertraute? Ist sie, ja, was ist sie eigentlich? There is something I must, the will, the dignity. Ja. Was ist sie eigentlich für Melania? Das weiß weder sie noch wir. Weiß mal wieder keiner. Ne? Wer wusste das? Wieder keiner. In diesem Fall wirklich. Also diese Angriffe hier sind in ihrer Intensität deutlich geschwächt worden. So, weggeblitzt. Ich kann mich, wie gesagt, daran erinnern, dass dieser Abschnitt hier ein bisschen schwerer war. Aber das kommt einem auch manchmal so vor. Das kommt einem auch manchmal einfach nur so vor, weil man eben sehr viel
Ja, ich muss eh zu euch, weil ihr droppt einen Teil der Rüstung, die ich immer noch komplettieren will. Deswegen, euch zu töten, ist leider wichtig. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, natürlich. Nein, tut es nicht. Don't mess up with a paladin. Ja, Scarlet Rot ist sowieso ein extrem wichtiges Thema eigentlich im Spiel, über das noch sehr wenig bekannt ist. Also letztens auch ein Video darüber von Faxtra Life gesehen, die sagen eben auch, man weiß noch relativ wenig über Scarlet Rot. Also woher kommt es und was ist der Platz dessen in der Spielwelt. Und das alles könnte man natürlich ein bisschen jetzt mehr erfahren im DLC. Also das könnte ein mit Mikella zusammen auch ein sehr wichtiges DLC-Thema werden. Mikellas Ritterschwert, das haben wir nämlich sogar hier, oder? Benutze ich das gerade? Nee, doch benutze ich gerade Mikellas Ritterschwert. Aber auch die blasphemische Klinge. Kommt immer so ein bisschen darauf an, worauf ich gerade mehr Bock habe. Und was so die Resistenzen der Gegner auch letztlich angeht, ne? Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Ja, ich merke das schon. Der wird schon wieder hart gecastet hier. Ach, da ist so ein Bäumchen da unten. Aufpassen, aufpassen. Der ist ein bisschen stark platziert. Ich überlege gerade. Oh nein! Oh nein! Das war falsch. Ich überlegte gerade, wie komme ich da hin. Aber das, liebe Freunde meines Kanals, war der falsche Weg. Können wir mal gucken, wie viel Damage ich hier mit diesem Schwert mache. Ja, ein bisschen mehr, ne? Also die Scharlachklinge und vor allem... die Eigenschaft, mir Lebenspunkte wiederherzustellen. Die ist natürlich, beinahe selbst draufgegangen. Er ist auch ein schwieriger Gegnertyp für sowas. So. Wie gesagt, von denen bekommt man, wenn man ein bisschen Glück hat, Teil ihrer Rüstung gedroppt. Und das ist ganz... lol. Das ist ganz cool, weil dann kriege ich noch die letzten Items, die ich da noch brauche. Aber wie ihr seht, müsste ich dazu meinen Drop Luck erhöhen. Erstmal möchte ich meine Runen wiederholen. Die sind ja hoffentlich immer noch da unten irgendwo. So. Dankeschön. Dürfte ich eigentlich ja bald zu viel haben. Wo kommt man eigentlich von hier aus so hin? Ah ja, da ist ein Fahrstuhl, theoretisch.
Kann man aber von hier wahrscheinlich nicht rufen, ne? Ne, Gerät bewegt sich nicht. Kann natürlich versuchen, da so hinzuspringen. Hier so. Hinten so. Und das klappt auch. Sehr gut. Und dann sich mit dem da anzulegen. Ich glaube, das ist meine Holy Weapon besser, oder? Ah ne, Feuer ist ganz gut. Ja, jetzt macht er ein bisschen Scarlet Rod. Aber kann er machen. So, wieder ein Schmiedestein. Ja, ich habe auch 2, 3 Tricks auf Lager. Wow, das Scarlet Rod tickt heftig. Der Fäulnisstab. Boah, und ganz schön viele Punkte bekommen. Sehr nice. So, da hinten die Tür kann man, glaube ich, nicht benutzen, ne? Die ging, glaube ich, nicht auf. Habe ich den beim ersten Mal damals auch besiegt? Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr, ob ich den beim ersten Mal damals besiegt habe. Ich mag es, dass die Musik hier nur so ganz sachte ist. Das ist... Also an vielen Stellen hier im Spiel so, ne? Die Musik, sie übertreibt nicht so. Sie ist... Sie passt sich dem an... Ah, eine Numenrune. Sie passt sich dem an, wie man... Also, ne, sie... Passt sich der Stimmung des Spiels wirklich ideal an. Das macht diese Musik hier sehr gut. Oha, was machst du denn da hinten? Du bist ein Gegner, ne? Oh Gott, und mit Superpower. Und Scarlet Rod, natürlich. Oh Gott. Ey, ein Treffer und ich... Oh, sehr gut. Ah, jetzt habe ich ihn endlich. Ah, muss noch aufpassen. So. Verbreche. Boah, ja, der ist hart, ne? Der ist wirklich hart. So. Aber man muss ihn halt wirklich erst brechen. Das ist das Problem bei den Scarlet, bei diesen Kristalltypen. Man muss halt erst ihren Kristallschutz brechen und das ist wirklich hart. So, jetzt kann man nämlich hier hopp, ein bisschen lang arbeiten. Und dann so hier hinten. Oh Gott, nicht zu weit laufen, nicht zu weit, nicht zu weit. Und dann hier lang. Dann aber auf jeden Fall Schild hoch, denn ihr seht, hier ist Dunkelheit. Ein bisschen Licht an.
hin, sobald es dunkel ist, hat dieses Spiel sehr viel. Yes, Fluch des Saatbeets. Genau. Oh Gott. Ja, ihr seht, da unten haben wir direkt 3 von den Typen. Und wir wollen nicht gegen 3 von denen kämpfen. Die sind einfach zu hart. Aber wir haben das Fluch des Saatbeets hier gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, habe ich dann mit schon alle, die ich brauche? Wie viele Fluch des Saatbeets habe ich gerade? Ich glaube, ich brauche 5, ne? Das, glaube ich, ist ein Schlüssel-Item. Fluch des Saatbeetes. Ich habe erst 4. Ich brauche 5. Ich brauche 5 von ihnen. Ah ja, habe immer noch die leise Treter an, deswegen mache ich keine Bewegungsgeräusche. Ja, es sind nämlich 2 von denen hier. Ja, aber im Gift dann selbst noch gestorben. Hui, ja, 2 von denen hier, das ist eine andere Hausnummer, Leute. 2 von denen ist eine andere Nummer hier. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Immerhin 360.000 liegen da. Ich glaube, das ist auch nur ein Einmal-Spawner. Das heißt, den habe ich jetzt auf jeden Fall den Spawn schon mal gekillt. Also, der respawnt nicht, glaube ich. Schwere Armbrust. Ich will eigentlich lieber eure Rüstung haben. Statt die schwere Armbrust. Aber apropos respawnt nicht. Ich glaube, unser Kumpel da unten respawnt nämlich auch nicht. Sehr gut, genau. Heißt, wir können uns jetzt hier ein bisschen lang arbeiten. Wie gesagt, es gibt hier nicht mehr viel zu tun in Halligbaum. Halligbaum ist nur noch der Kampf gegen Malenia und die Quest von Millicent und der Kampf gegen Malenia. Also alles andere hier ist Erkundung und Kämpfen. Falls ihr euch jetzt fragt, so, welche Stories gibt es hier unten noch? Ich dachte, du wärst ein Eimer-Spawner gewesen. Schöne Geistertal-Lilie. Oh, wisst ihr noch, wie ich damals an dem Gegner verzweifelt bin?
Ja, und ich verzweifle schon wieder daran. Oh nein! Ich verzweifle schon wieder daran. Weil es einfach zwei diesmal sind. Zwei! Von diesen. Oh mein Gott! Aber gut, müssen wir durch. Boah, sehr schön. Drei auf einen Streich. Was sagst du? Du bist gar nicht da. Oh doch, ihr seid da hier. Sagen, was hast du hier zu melden? Schön, wie ich einfach immer mehr Runen verliere. Bei diesen missglückten Kämpfen hier. Immer mehr, versuche immer. Naja, ich versuche auch ein bisschen was mit dazu zu bekommen. Und ich bekomme hier auch echt gut Runen, muss man ja sagen. So, die Stulpen, habe ich die schon? Ne, da habe ich nämlich die Gelben hier noch. Genau, ich habe nämlich sonst nur die. Habe ich immerhin mal die richtigen Stulpen. Die Halligbaum. Dann eben nach erhalten. So. Genau, Halligbaum, Soldatenstulpen. Upp. Stulpen der Soldaten, die dem Halligbaum die Treue geschworen haben, von Rost und Flecken aus unzähligen Kämpfen gekennzeichnet. So. Gehört nämlich zu eurer Rüstung mit dazu, dann brauche ich mich nur noch eure Beine und dann habe ich. Es ist ja auch nur, geht es ja auch nur um den Style, ne? Das ist ja Style over Substance, dieses, die ganze Rüstung. Ja, ne? Style over Substance. Was ja nicht schlecht ist, ne? Ich hab gar kein Problem mit Style over Substance. Hat der ein Item fallen lassen? Bolzen. Und nochmal Bolzen. So, wieder nach oben. Ich habe jetzt gehofft, dass noch die Beine jetzt kommen würden. Ich habe das wichtigste Style-Teil habe ich ja nun zum Glück schon. Das ist ja die Brustrüstung. Da ist ja auch der Umhang mit dran. Also das wichtigste Item habe ich. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, Hyuga, wirst du eigentlich auch Wulong weiterspielen? Also aktuell ist es nicht abgebrochen, aber auch nicht geplant. Ich wollte halt gerne erstmal Elden Ring weiterspielen. Wulong habe ich eine Weile gezockt. Super geil. Aber irgendwie ist da auch immer zu viel gleich. Also Wulong ist mir nicht abwechslungsreich genug gewesen. Deswegen, ja, erstmal beendet ist immer, klingt immer hart. Es ist eher so pausiert. Wie vieles bei mir pausiert ist. Ich meine, ist ja nicht, man muss sich ja nicht immer wieder erklären. Ihr wisst es. Ihr wisst, wie die Dinge auf meinem Kanal funktionieren oder eben auch nicht. Oh, fick dich! Oh nein! Jetzt habe ich echt drauf gehofft. Ey, 460.000 verloren. 400 fucking 60.000 verloren. Das war jetzt hart. 460.000. Level up. Klingt erstmal viel, ist aber im New Game Plus zum Glück nicht mehr ganz so viel. Kann man von hier aus nicht irgendwas. Von hier aus kann man auch ein bisschen was skippen. Guck mal. Wo kann man da lang? Kann man hier so runtergehen? Hi, na? Aha. Eine Kiste kriegen wir damit. Dreifach Lichtringe. Oh, sehr geil.
Ja, sie hören mich ja nicht. Das ist das Geile an dieser Rüstung. Aber ihr könntet schon merken, dass ich eure Kumpels hier fertig mache. Ja, schon ein bisschen ärgerlich, ne? So gut eigentlich gespielt, streckenweise hier. Und dann an derselben Stelle wie damals wieder richtig eins reinbekommen. Es ist halt echt auch noch dieselbe Stelle wie damals. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich erkläre euch auch gleich warum. Genau, weil nämlich zwei von denen kommen. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Ja, schon blöd, wenn der Diskus daneben fliegt, ne? Und du denkst ja auch, nö, nö, ich mache hier selbst ein Ende. So, und dann ist hier nämlich noch ein weiterer von denen. Oder ne, ist er nicht. Ja, du flatterst hier irgendwo rum. Aber zu dir will ich jetzt gerade mal ausnahmsweise nicht. Ja gut, ja fast 100.000 zusammen. So, jetzt kommt hier so richtiger Spießrutenlauf. Danke, das wollte ich eigentlich nicht aktivieren. Ich wollte eigentlich das, genau. Nein, 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 vorbei, vorbei, vorbei. Ja, das ist wieder so eine beschissene Szene hier. Oh, ich verdrück mich gerade die ganze Zeit. So. Aus, Ende, vorbei. Oh Gott, doch noch nicht. Die Ladungen sind noch aktiv. Oh, Fürstenrune. Und du lebst auch noch. Aber das war jetzt, okay, das war jetzt echt weggeschlachtet hier. So. Danke. So. Blut gespritzt hier, bespritzt. Die ganze Rüstung durch und durch. Ja, wie gesagt, ey. Selber Schiss wie damals schon, also nicht diese Stelle, sondern die andere Stelle. Die Stelle hier deutlich besser gespielt.
Habe ich damals auch ewig gehangen, aber es ist auch ein sehr schweres Gebiet. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Es ist ein sehr schweres Ding hier. Also ne, mit diesen großen Geschützen, man kann die zwar so ein bisschen wegmachen vorher. Also man kann zwar ein bisschen was gegen die machen, man ist nicht völlig aufgeschmissen. Auch wenn es sich so anfühlt, auch wenn man sich denkt, wie unfair ist das hier eigentlich alles? Und ihr habt recht, es ist sehr unfair. Also unfair ist es nicht, ne? Ich möchte nicht diese, ist ein Souls-Game unfair, aber diese Stelle ist schon deutlich schwieriger als andere vergleichbare Stellen im Spiel. Einfach, weil man muss erstmal über diese Brücke, da braucht man auf jeden Fall ordentlich Schild. Dann hat man hier den Baum und dann hat man vor allen Dingen noch diese besseren Wächter, die einfach deutlich stärker nochmal sind. Also das ist schon, das hier schon wirklich eine Stelle, die man entweder wie ich outmaxen kann, indem man einfach so krass viel Damage austeilt, dass es dann am Ende nicht mehr ganz so schlimm reinhaut. Ah ja, der Heiligbaum-Ritterhelm, da haben wir ihn nämlich. Das ist eine Variante und die andere Variante. Wäre hier einfach dann durchzurennen und den, diesen Punkt zu überspringen, den man hier hat, ne? Einfach dann das Ding hier dann nicht zu aktivieren, sondern einfach nur durchzurennen. Die alle wegzukämpfen, ist schon ziemlich schwierig. Dann glaube ich, gleich hier hinten sind dann noch diese drei Kumpels. Ne? Also, wenn ihr schon denkt, boah, jetzt habe ich ja hier richtig durchgekämpft und ihr wollt euch dann in diese Ecke flüchten, kommen diese drei Kristalldudes, die ja unendlich viel Schaden machen und sagen halt auch nochmal, hallo, sagen die so. So. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sind gar nicht mal so schlecht. Denn immerhin haben wir es ja geschafft. Kann man da drauf springen? Ist mal so ein Millimeter zu wenig, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht, wenn man von der anderen Seite gelaufen kommt. Wartet mal, ich versuche es jetzt ja gerade ziemlich behämmert hier nur von der einen Seite. Wenn man von hier aus gelaufen kommt. Ja, da unten kommt ja auch nochmal so ein krasser Kampf, ne? Da unten in diesem Pool. Da kommt ja dann der Kampf, wo man dann die Millicent-Quest-Reihe weitermachen kann. Ja, kommt man drauf. So, und jetzt? Nein. Verdammt. Verdammt! Aber damit sind wir auch dann bald am Ende hier, was den Halligbaum angeht. Ne? Ihr seht also, das ist hier alles immer gar nicht so unendlich lang. Boah, das geht. Man muss dann so ein bisschen, genau, dann kommt man hier oben hin. Und es bringt einem genau genommen nichts. Tja, es bringt einem nichts. Na gut, ihr lieben Freunde meines Kanals, ich würde sagen, eine schöne Runde Elden Ring. Und natürlich wird jetzt die Frage in den Kommentaren kommen, hey cool, aber wie lange wird es dauern, bis die nächste Folge kommt? Ich hoffe, nicht allzu lang. Ich hoffe, dass mich meine frisch wieder gewonnene Lust nicht gleich wieder verlässt. Sollte eigentlich nicht, denn der Kampf gegen Melania steht hier an. Das Ende vom Halligbaum steht hier an, also einiges, was hier ansteht jetzt. Genau. Dementsprechend freue ich mich darauf, dass es weitergeht. Ich freue mich, dass ihr mit am Start gewesen seid. Freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und haut rein. BB, euer Hyuga.